Herzlich willkommen! Heute kommt mein Podcast aus der Pauluskirche in Wiesbaden-Erbenheim. Warum bin ich hier? Weil ich vorgestern eigentlich ein Konzert hier gespielt hätte zum Pfingstsonntag. Feierlich an der frisch restaurierten Orgel in der frisch restaurierten Kirche. Letztes Jahr wurde die ganz wunderbar saniert, auf den ältesten bekannten Zustand restauriert und eben die Orgel auch wieder schön gemacht. Aber Corona hat es vereitelt. Ich freue mich trotzdem, ein paar Impressionen hier geben zu können und vielen Dank an Herrn Fritz, den Pfarrer, der hier mich eingeladen hat und vor allem an die Kantorin hier, Jacqueline Beitziegel. Wir werden sie auch gleich hören, natürlich, sowohl sängerisch als auch per Flöte. Zunächst aber mal ein bisschen noch zwei Sätze über die Orgel. Das Instrument ist 1790 gebaut. Gebrüder Mahr heißen die Orgelbauer, stammen aus der Silbermann-Schule, aus der Dresdner Schule, haben dort gelernt. Es ist das einzige erhaltene Instrument von ihnen. Ich finde es sehr qualitätvoll, es ist wirklich sehr schön, gar nicht ganz klein. Es hat zwar nur ein Manual und ein ganz kleines Pedal, das müssen wir vielleicht mal zeigen. Hier so ein Stummelpedal, das ist gerade mal etwas mehr als eine Oktave. Hier ist C, hier ist D. Ja. Also von Umfang her ist es relativ klein, aber von den Registrierungen gar nicht. Es hat immerhin 17 Register. Genau, viele Labialstimmen und dann eine sehr prominente Trompete, die ich nachher bei einem spanischen Stück dann gleich auch noch spiele und die wir vorher extra noch schnell gestimmt haben. Ja, so viel zur Orgel. Wir zeigen Ihnen gleich mal auch das Innere der Orgel noch ein bisschen. Ach so, ich muss noch sagen, 1998 wurde sie dann nach vielen Umbauten vorher wieder in den Originalzustand zurückrestauriert, auch von der Firma Fürst und Nikolaus in Lich. Genau, gucken wir doch mal rein einfach in die Orgel. So, jetzt sind wir hier mal in der Orgel drin, das ist doch auch kurz spannend. Hier vorne sieht man die Trompete, die wir vorhin gestimmt haben. Und dann stehen hier in Reihen einfach die einzelnen Register. Das kennen wir ja schon aus unserer Sauerorgel in Homburg. Aber hier kann man jetzt sehr gut sehen, wie manche halt einen Deckel haben. Die Gedackten, die hier auch einen Deckel. Man sieht auch verschiedene Formen von Pfeifen. Die meisten sind zylindrisch, also geradeaus hoch. Aber dann gibt es hier auch so ein paar. Konisch nennt man das, wenn die nach oben dann zugehen. Ja? Genau. Ein Pfeifenwald, eine ganze Familie von Pfeifen. Thank you.
mir. Hier sehen wir noch einmal den Orgelprospekt. Orgel erstmal nach unten. Vorher war das Ganze in so einem grünlichen Ton gehalten. Jetzt wurde es wieder zurückgesetzt, alles auf die Ursprung oder die älteste bekannte Version. Wie eben schon angekündigt, werde ich gleich eine Arie singen von Georg Friedrich Telemann. Lass uns, wenn die Kräfte schwinden. Das Ganze ist eine Arie, die zum zweiten Pfingsttag komponiert wurde, in Hamburg 1727 für St. Nikolai. Und die Arie wirkt erstmal sehr, sehr schwermütig und nachdenklich, ist aber ermutigend gemeint. Denn an Pfingsten waren die Jünger ja erstmal hoffnungslos und haben dann durch den Heiligen Geist neue Kraft bekommen. Genau. Bei dieser Arie und allen weiteren Stücken wünsche ich Ihnen viel Spaß.
Thank you.